Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Die Saiyajins sind aktiv, wir sind unterwegs auf dem Weg zur Gamescom 2018. Das wird eine richtig fette Sause. Außerdem Matzes erste Gamescom. Nee, stimmt gar nicht. Aber in Köln schon. In Köln, ja. Ja, wir entjungfern dich heute. Ich wollte dich gerade als Lügner darstellen. Ja, als Lügenbold. Lügenbold. Okay, wir fahren jetzt mal los. Wir haben ordentlich was auf der Uhr, 4,5 Stunden. Ja, moin. Nach einem geeigneten Punkt, um irgendwie Zuschauertreffen zu machen. Mit wir meine ich Paraflo. Und doch! Schau vorbei beim Paraflo. Der steckt sich vor der Kamera den Finger in den Po. Das ist der Text überhaupt. Ja, mal gucken. Es ist schwierig wahrscheinlich. Aber mal schauen. Vielleicht scheint hier die Sonne so schön auf meine Platte. So, ein spontan, wenn ich du wäre. Matze, wenn ich du wäre. Dann würde ich jetzt Paraflo ein richtiges Küsschen geben. Ich kann es nicht glauben, ich bin mit den Saiyajins hier, ja Wahnsinn. Ja. Oh Mann. Also wir haben jetzt noch nicht ein Spiel gesehen, aber Hauptsache schon 20 Kilometer gelaufen. Heute erreichen wir ein Schrittziel auf jeden Fall. Ja. Heute werde ich es erreichen. Schmeiß Pokémon Go an, heute mache ich einen Marathon. Heute werde ich Eier ausbrüten ohne Ende. Heute brüte ich aber die Eier ausbrüten. Erinnerst du dich noch, als wir hier auf diesem Platz hier standen, drüben? Hier? Ja. Und haben unsere Glorious Bomb gedreht. Ach, hör mal auf, ey. Ich wusste damals gar nicht, was es ist. Das war geil. Müsst ihr mal bei YouTube eingeben oder hier oben wird mal verlinkt. Glorious Bomb. Dass das noch nicht gesperrt wurde, ist das richtig cool, ey. So Leute, jetzt findet die Hölle los. Eine ganze Menge geiler Spiele, muss man sagen. Eine ganze Menge, was ich auch ohnehin schon spielen werde. Matze. Wie findest du es bis jetzt? Voll. Voll? Ja. So wie du sonst immer. Ja. Mit dem Haupt. Sonst? Okay, wir haben schon mal den ersten. Hi. Hallöchen. Hi. Hi. Auf ihn habe ich Jahre gewartet. Viele Jahre auf die Gamescom. Ja, Tim Berler ist auch am Start. Grüße gehen raus.
sehr wie voll. Wie fandest du das? Immer noch sehr voll. Und ja, wir haben uns beim Fan-Treffen anderthalb Stunden gehalten. Das stimmt, auf jeden Fall, ja. Beim ja. Fan-Treffen, ich nenne das immer Zuschauertreffen. So. Ich finde es irgendwie komisch, sozusagen Fans. Ja, Freunde, seid da nicht scheu, es ist immer schwierig. Man guckt sich auch viele Gesichter an und die gucken mich an und sagen denen aber nichts. Das ist immer ein bisschen creepy. Aber ja, zur Gamescom an sich kann ich einfach nur sagen, es ist eigentlich viel zu voll für den ganzen Laden hier. Aber es ist schon irgendwie geil. Also man kann das ruhig einmal im Leben, kann man mal die Gamescom mitgenommen haben. Wie gesagt, Matze jetzt hier als mehr oder weniger Neuling. Kann man schon mal machen. Kann man mal machen, ja. Ob man jetzt über diese 10 Stunden hier rüberballern muss, von uns aus, weiß ich nicht. Aber ansonsten geht das schon. Vor allen Dingen findest du hier einfach auch so viele verrückte Leute, die genauso durch sind wie man selbst. Und ja, ich bin immer persönlich nicht so ein Fan davon, dass ich mich jetzt hier 4 Stunden für Call of Duty anstelle. Aber. Für das für nichts gezockt da, ne? Ja, naja, also eher so für das Ganze drumherum und für angucken, was hier so geht. Auf jeden Fall machbar. Wer hier glaubt, dass er jetzt hier die geilen neuen Titel anzocken kann und sowas, das geht, aber da muss man echt viel Zeit mitbringen. Dieses Jahr kannst war zum dir, Beispiel. Kannst hier eins ausgucken? Ja, genau. Du stellst dich an, siehst zwar den Rest nicht, aber. Kommst morgens um 10, guckst dir ein, ja. eins aus und dann kannst du gerne hierher fahren. Ja, ansonsten. Gerade bei den großen Spielen, FIFA. Du hast einfach keine Chance. Wenn du da als normaler Bürger bist, der wirklich nicht so wartefreudig ist als normaler Deutscher. Dieses Mal hatten sie dieses Mal hatten alle so eine komischen Boxen, wo sie drauf sitzen konnten, haben ganz viele Leute hier vergeben. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Hat aber dafür gesorgt, dass alle mit so großen Boxen rumlaufen. Was natürlich bei ohnehin schon wenig Platz sehr schwierig ist. Deswegen, ja. Aber trotzdem. Coole Nummer, es freut mich immer hier zu sein, es freut mich immer Leute von euch zu treffen, die hier weiter drüben sind, wrestlingmäßig treffe ich ja viele, aber halt eher so im Norden und Osten und hier mal ganz in den Westen zu brausen, ist natürlich auch eine schöne Sache, deswegen ja. So Leute, und da ist er auch schon wieder zu Hause, also schon ist vielleicht ein bisschen böse gesagt, denn eigentlich war ich 5 Stunden pro Tour unterwegs, also schon ganz schön krass. Aber ich glaube, das kann man einfach nochmal machen. Ich habe auch Matze dann off-camera gesagt oder gefragt, ob er nächstes Jahr wieder hinfahren würde. Und er meinte, ja, war eigentlich ganz geil. Deswegen glaube ich, ist es mal ein ganz cooler Einblick, wenn man halt einfach mal einen sieht, der halt nicht jedes Jahr auf die Gamescom fährt oder eigentlich da gar nicht so wirklich einen Grund hat, da hinzufahren. Denn Matze zum Beispiel spielt nur FIFA und World of Warcraft und das war's eigentlich. Deswegen reizen die Spiele so an sich nicht. Aber das Ganze drumherum ist halt einfach irgendwie geil. Deswegen kann man sich auf jeden Fall mal zu dieser Messe begeben. Was mir auch so auf der Fahrt noch durch den Kopf gegangen ist, dass es eigentlich ganz cool ist, weil ja wahrscheinlich auch viele Leute mal so mit den Leuten, mit denen sie vielleicht nur über Xbox oder PlayStation oder sowas zocken, dass man einfach mal hier die Möglichkeit kriegt, sich mit denen dann dort zu treffen. Dass man halt mal irgendwas zusammen im Real Life machen kann. Das ist halt, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube, das wird auch relativ oft gemacht. Deswegen, ja, auf jeden Fall kann man sich das geben. Soweit also zu diesem Video hier. Ja, das also dazu. Vielen Dank an alle Leute, die ich da getroffen habe und die mich angesprochen haben oder die sich nicht getraut haben. Okay, nicht danke an die, aber vielleicht beim nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall. Macht nicht mehr so dolle. Vielen Dank fürs Einschalten, Daumen nach oben, Abo und so nicht vergessen. Ihr kennt den ganzen Spaß. Haut rein und tschüssi.